Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge des Command Conquer 1 Alarmstufe Rot Let's Plays, wo wir ja weiterhin in dieser Mission hier sind. Und ich das Ganze heute erneut probieren möchte, von Anfang an, und zwar mit einem ganz banalen Ziel, schneller zu sein. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben eine Escort-Mission. Und ich habe genau ein Ziel. So schnell wie möglich mich zu verpissen. Und wir werden absichtlich jetzt Speed, Speed, Speed machen. Ich versuche so schnell wie möglich zu spielen. So wenig Zeit wie möglich an sinnlosen Ecken zu verschwenden. Wenn das denn möglich ist. Muss mir ganz kurz noch einmal die Nase putzen, bevor ich hier richtig loslege. So, und ich kenne die Mission. So, jetzt. Ich kenne die Mission ja jetzt schon, ich möchte nicht sagen auswendig, aber viele relevante Parte kenne ich jetzt schon. Und hoffe einfach mal auf darauf, dass das Wissen, was ich mir angehäuft habe, ausreicht, dass ich schnell genug bin. So. Hier muss ich jetzt, glaube ich, nach links laufen, ne? Ja. War die erste Ecke, wo es... Na, ich sag mal, knapp ist der falsche Begriff. Schwierig wird. Und wenn wir das übrigens, möchte ich noch erwähnen, nicht schaffen, jetzt mit Guide, ohne Guide, das Ganze jetzt richtig zu spielen, dann werden wir uns danach einen Guide aufmachen. Ich hoffe, wir brauchen keinen. Versprechen kann ich euch das Ganze aber nicht. So, hier schön schnell laufen. Soweit bis jetzt perfekt. So, hier einfach vorbei. Alles ignorieren, einfach vorbei. Oh, oh. Das war nicht gut. Also es war jetzt nicht gut, dass sie nochmal Schaden bekommen hat. Es kann wieder sein, dass das jetzt genau der... Das war, was nicht hätte passieren dürfen. Einmal 2 Sekunden gepennt. Eieiei, die Panzer sind überhaupt nicht schon nah hinter mir. Oh, das sind aber viele Panzer. Aber letztes Mal haben wir aber auch nicht so viele Panzer gekriegt. Wie kommt denn da oben? Okay, das kriege ich. Ich versuche das mal abzufangen, was hier kommt. Weil, dann hätten wir nämlich mehr Zeit, weil von hinten nämlich erst hier hinten dann das nächste wieder kommt. Das kann auch sein, dass das keine gute Idee ist. Eigentlich wäre jetzt so der perfekte Moment,
wo ich die Mission verkacke. Ich verstehe gerade nicht, warum die Mission sich so derart anders gespielt hat als beim letzten Mal. Also, es war wirklich komplett anders jetzt gerade, was hier gerade passiert ist. Zumindest dann ab dieser einen Stelle, und da war ich mir dann auf einmal unsicher. Normalerweise war diese Einstellung, habe ich einen Panzer gekriegt und das war's. Nee, egal, wir probieren es nochmal. Was ist? Bin schon da. Bin schon da. Mich lang zögern hier einfach voran. Wie ihr es von mir gewohnt seid. So, dann einmal hier oben erst den Trupp, der da von links kommt. Von rechts meine ich. Das war wieder nicht so geplant, dass sie wieder Schaden kriegt, aber gut. Ist Tanja eben wieder low. Ach ja. Könnt schon wieder von vorne anfangen. Ich habe keinen Bock, immer alles neu zu laden, nur weil es mal eine Stelle gibt, die gerade schief lief. Ich bin so froh, wenn diese Mission geschafft ist. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So. Und gib mir die Karte. Perfekt, so. Dahin. Hier muss ich jetzt wieder aufpassen, dass es Tanja nicht wieder aus Versehen hier erwischt. Gut, wir können von vorne anfangen. Ach Mann. Versteht ihr irgendwann, warum ich keinen Spaß an solchen Missionen habe. Verstärkungen sind eingetroffen. Was ist? Was ist? Da hat er dran zu kauen. Da hat er dran zu kauen. Schon da. Yes, move up. Ja, so ein Blechbubi, tanz mal. Kommt hier gleich noch irgendwo der Hund? Wo ist der Hund? Warum ist die Mission jetzt so wieder anders? Was hat sich denn geändert? Ich check's nicht. Warum? Ich dachte, das sind geskriptete Events hier. Ich dachte, dass das jedes Mal anders abläuft. Und natürlich kriege ich wieder einen ab. Eine Granate abbekommen. Ist zum Kotzen hier. Er wird bestimmt irgendwann auch mal einen guten Try hinkriegen. Ohne dass ich Schaden bekomme. Wir laufen ja direkt hier lang. Also ich hätte ja schon längst gesagt, komm, ich mach mal ein Safe-Game und den Anfang immer erneut spielen müssen. Aber jedes Mal hat Tanja bis jetzt Schaden bekommen, von daher sehe ich keinen Sinn, ein Safe-Game zu machen. Wenn, dann muss das hier schon so... Es muss ein perfektes Safe-Game sein. Was ist Komplex-Movie?
So, und hier oben muss ich jetzt mal aufpassen, dass ich nicht wieder an der gleichen Stelle wieder Schaden bekomme. Und zwar hier. So, du läufst... Mir als läufst du mal dahin. Und du läufst aber so ein bisschen mehr hier oben lang. Perfekt, und go. So, jetzt speichern wir hier einmal. Heißt drauf. Wir sind direkt auf dem Weg hierher. Da drauf. Heb mich alles nicht an. So. Jetzt sammelt euch dort. Hier hätte ich gerne meine Panzerarmee. Perfekt. So, ihr greift da drauf an und wir machen hier direkt weiter. Go. SDRG3, SDRG3, da drauf. Go, go. Der Plan ist, dass die so lange wie möglich alles hinter uns aufhalten. Mal gucken, ob diese Idee funktioniert. Nein! Naja, weiß ich noch nicht. Und go. So ungeduldig. Aber der Gedankengang hier, der funktioniert ganz gut. Die halten schön lange auf. Wenn ich jetzt noch es hinbekomme, dass Tanja nicht aus Versehen hier wieder irgendwann mal Schaden kriegt. Sie macht wieder nix. Du sollst dich verteidigen, bevor du einen Schuss abkriegst. Unglaublich. Dahin, dahin. So, hier die Panzer brauche ich. Eins, ja, werden wieder fünf werden. 3, 4 und 5. SDRG3. Da drauf, alle. Und ihr lauft. Speichern. Es ist einigermaßen okay. Ich ignoriere, dass die Panzer hier fighten und nutze einfach die Gunst der Stunde für mich. Muss ich kurz mal nachhelfen? Ah! Da haben sie mich doch zu hart abgelenkt. Darf dann doch nicht zu viel ignorieren. Ich muss mit den Panzern ein wenig nachhelfen. Werde ich gleich jetzt nochmal besser machen. So. Da drauf. Ja gut, so. Kann ich noch nicht versprechen, dass das passt. Tanja hat ein bisschen viel Schaden bekommen. Aber ich denke mal, mein Ziel ist klar. So, seid ihr unten? Jetzt und go. Wie schon beim letzten Mal. Das hier ist nur Kanonenfutter.
Perfekt. Und weiter. Speichern. Aktuell 3. Es kann immer noch schief gehen. Wir sind noch lange nicht safe. Wir haben nur für Zeit gesorgt. Mehr haben wir bis jetzt nicht hingekriegt. Aber schaut euch an, was wir hier für einen Vorsprung haben. Dass wir hier für Zeit schinden können gleich. Das meinte ich, wo ich gemeint habe, letzte Folge, wir müssen das hier einfach mal von vorne probieren. Um auf, nicht auf Zeit zu spielen, sondern um Zeit zu bekommen. Damit das Spiel mir Zeit gibt. Und genau das hat es gerade getan. Es hat mir Zeit gegeben. Jetzt brauche ich hier die Verstärkung. Wann kommt die? Jetzt, perfekt, ihr sammelt euch kurz dort. Und ist der G3, ihr macht da drauf Go. Das wird nix, oder? Nee. Das ist genau die Ecke, an der ich nicht weiß, wie sie abzulaufen hat. Einsatz geladen. Bin schon da. Commander, of course. Ja. Wie ich bereits schon einmal erwähnt habe. Bin schon. Einheit verloren. Weil dort auch ich probieren könnte, es einfach mit Geschwindigkeit. Je nachdem, ob die Panzer auf mich ballern, könnten wir es dort einfach mit Speed probieren. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen für Zeit hier gesorgt. Wir speichern noch einmal. Packen wir es da drauf. Ich werde sofort dieses Mal da oben drauf schießen und gucken, was passiert. Sofort. Zack, dahin. Es kommt doch ein bisschen viel auf mich zu. Das ist eigentlich für Tanja zu viel. Und go dahin. Das muss der es nur dahin schaffen, dann haben wir's. Ja. Doch, das, die, der Gedankengang passt schon, den ich da habe. Ach ja. Also der Gedankengang ist, wir zerstören den Strom mit dem Panzer, die da kommt, zerstören wir dieses Teil und dann versuchen wir da durchzulaufen. Das ist der Gedankengang. Der sah ganz okay aus. Tanja ist zwar tot am Ende, aber das ist mir eigentlich egal. Verstärkungen sind eingetroffen. Du dahin. Es war zu früh, dass Tanja gestorben ist. Ja, es war definitiv zu früh. Oder? Ja, keine Chance. Okay, Einsatz laden. Tanja muss schon zumindest so lange überleben, dass ich ein bisschen mehr Zeit bekomme. Nicht Ewigkeit mehr, aber ein bisschen mehr Zeit wäre gut. Stärkung.
Verstärkungen sind angetroffen. So. Die Bodentruppen müssen weg. Ihr lasst da weg. Und du laufst, laufen. Steh auf! Steh auf! Perfekt, jetzt musst du ja nur noch durchkommen. Ach man, warum hat denn der umgedreht? Ich möchte übrigens nochmal erwähnen, dass ich die Zeit vergessen habe, dass es keinen Spaß macht. Es macht keinen Spaß. Wir gehen einmal in die nächste Folge. Ich danke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß und sagt mir zum Schluss. Tschö mit Ö.